Die zwei größten Fehler im Change: zu früh mit der Kommunikation aufzuhören. Es ist enorm wichtig, Botschaften zu wiederholen, um die Menschen zu erreichen. Unser Geheimtipp: wählt Formate, die die Menschen auch sonst interessieren und konsumieren. Lustige Kurzvideos, kleine Grafiken, all das, was man auch sonst auf LinkedIn, Instagram oder TikTok findet. Hierbei gilt es, die Mischung zu finden zwischen Authentizität und Professionalität. Und der zweite größte Fehler ist, das Why nicht oft genug zu erklären. Man muss den Mitarbeitern immer wieder erklären, warum man eine gewisse Veränderung herbeiführen will. Und in der Konsequenz heißt es oft entweder Transformation oder Verlust des Arbeitsplatzes. Also, erstens Botschaften wiederholen, so wie ich jetzt gerade, und zweitens das Why erläutern. Ein gutes Video endet immer mit einem Call to Action, also folgt mir gerne.